Eigentlich sind die Mitgliederzahlen der christlichen Gemeinden in Deutschland ja seit Jahren rückläufig. Eigentlich. Denn jetzt ändert sich das gerade. Immer mehr Flüchtlinge entdecken nämlich das Christentum für sich und lassen sich taufen. Da stellt sich die Frage, warum? Konvertieren die Flüchtlinge tatsächlich aus Überzeugung oder versuchen sie so, ihre Chancen auf Asyl zu verbessern? Es ist der Moment, der für Kianush alles verändert. Sein ganzes Leben lang war er Moslem. Nach diesem Bad ist er Christ. Getauft im See des Hamburger Stadtparks vom Pastor der persisch sprechenden Gemeinde. In seinem Heimatland Iran steht auf diesen Glaubenswechsel die Todesstrafe. Ein Leben als praktizierender Christ dort undenkbar. Im Iran ist das sehr, sehr schwer. Wenn man an Jesus glaubt, in die Kirche gehen, seinen Glauben leben will, dann hat man einen ganz großen Feind, und zwar den Islam. Er sagt, er sei geflohen, um Christ zu werden. Nach einer wochenlangen Odyssee kam er mit seiner Familie im Herbst vergangenen Jahres nach Hamburg, traf dort Pastor Albert Babajan. Der verstand ihre Sprache, nahm sie in seiner freien evangelischen Gemeinde auf und machte sie zu Christen. So wie schon Dutzende Flüchtlinge vor ihnen. In den vergangenen Monaten hat sich die Zahl seiner Gemeindemitglieder von ungefähr 200 auf 450 mehr als verdoppelt. Und allein durch die Taufe heute kommen mehr als 80 hinzu. Ich bin mir ganz sicher, dass heute mein neues Leben beginnt. Für mich bedeutet das, dass Gott mich mit offenen Armen aufnimmt. Ich freue mich sehr darauf, heute Christ zu werden. Für mich bedeutet das Frieden. Auch andere Gemeinden in Deutschland berichten, dass sich immer mehr Flüchtlinge taufen lassen wollen. Die genaue Zahl der Konversionen wird bundesweit aber nicht erfasst. Dabei kann die Taufe weitreichende Folgen für das Asylverfahren haben. Denn die Bleibechancen von Neuchristen in Deutschland steigen, wenn sie, wie im Fall von Kianush und seiner Familie, im Heimatland für ihren Glaubensübertritt verfolgt würden. Auch das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bestätigt, dass Konvertiten in diesem Fall unter besonderen Schutz zu stellen seien, fügt aber hinzu: Die Konversion hat schon Einfluss auch auf den Ausgang des Asylverfahrens. So ist es nicht. Aber es ist nicht so in unserer Entscheidungspraxis, dass das automatisch zu einem positiven Ausgang führt, sondern wir prüfen jetzt hier den Einzelfall. Trotzdem stellt sich die Frage, aus welcher Motivation einige Flüchtlinge denn nun wirklich konvertieren. Ist es wahrer Glaube oder doch nur ein Asyltrick? Auch Pastor Babajan gibt zu, dass die meisten seiner Taufanfragen von Flüchtlingen stammen, die hoffen, dadurch ihre Bleibechancen zu erhöhen. Für ihn eine schwierige Situation. Nach meiner Einschätzung, 70% der Teilnehmer kommen in die Gemeinde, um ihr Chancen für Asylrecht, für Aufenthaltsrecht zu erhöhen. Müssten Sie die eigentlich nicht direkt wieder zurückschicken? Nein. Na, wir sagen denen von Anfang an, wir wissen, dass ihr, die meisten von euch, wegen euren Pässen hierher gekommen seid, das wissen wir. Aber für uns ist wichtig, dass ihr das Evangelium hört. Was ihr, ob ihr zum Glauben kommt oder nicht, das ist dann eure Entscheidung. Und so lässt er seine Täuflinge, so wie hier, an einem dreimonatigen Glaubenskurs teilnehmen, hofft auf die Überzeugungskraft des Christentums. Erst wer ihn danach von seinem Glauben überzeugen könne, werde getauft, sagt er, so wie Kianush und seine Familie. Ob die am Ende aber wirklich bleiben dürfen, entscheidet der zuständige Amtsrichter. Und der steckt in einem Dilemma, denn egal weswegen sie sich taufen lassen, ihnen droht im Heimatland Verfolgung. Und deshalb haben sie grundsätzlich ein Recht auf Asyl.